Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Arni. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Unser Reini war live, des Öfteren. Gestern ausnahmsweise mal nicht. Er hat wahrscheinlich gemerkt, auf dem Zweitkanal lohnt das irgendwie nicht. Da kommen nicht genug Barne und nochmals Barne. Er war ja auch ein wenig verärgert, dass es nicht genug Barne gehagelt hat. Ich mach mal hier Ding. So. Er war ja ein wenig verärgert darüber, dass es nicht genug Barne gehagelt hat. Ja. Und wenn sich das für Rainer nicht lohnt, das Streamen, dann macht Rainer das nicht. Ne? Ich mach mal hier, Moment. So. Ja. Das war eigentlich schon so die News. Ich habe einige Sachen bekommen wegen dem Hotel, weil ich gesagt habe, hey, das ist ziemlich heftig, das ist ziemlich gemein. Da habe ich dann ein, zwei Kommentare bekommen, die gesagt haben, hey Arni, der Reini hat gesagt, er ist obdachlos und man hat nur das Gegenteil beweisen wollen. Es wäre so ein bisschen Doppelmoral im Spiel und ja, irgendwo kann ich euch da auch verstehen. Bin ich ganz ehrlich, da kann ich euch irgendwo verstehen. Wenn Rainer sagt, ich schlafe auf der Straße oder im Wald und das stimmt einfach nicht, dass Leute dann andere Leute davor bewahren wollen, Mitleidsbarne zu spenden, weil der arme Typ ja im Wald wohnt, dann habt ihr da auch recht. Ja, trotzdem finde ich, hat der Hotelbesitzer da nichts mit zu tun. Ja, das ist alles so. Das ist das, was ich kurz loswerden wollte. Ich kann verstehen, wenn da Leute sagen, nee, das war richtig zu sagen, dass der im Hotel wohnt, um halt andere Leute auch davor zu schützen, ihm Mitleidsbarne zu geben. Weil er es einfach nicht verdient hat, ne? Das ist ja jetzt eine ganz klare Sache. Ups, jetzt habe ich schon hier Ding gemacht. Leute, wir schauen uns an die Qualitätsoffensive aus 2017. Das Video heißt, das wird 2017. Ja. Wir wissen alle, was 2017 passiert ist. Wir schauen uns trotzdem mal an, was er glaubt, was passieren wird. Wir wissen, das weicht das öftere Mal voneinander ab. Das, was er ankündigt und das, was passiert. Ich will nicht sagen Ankündigungslord, aber Ankündigungslord. Ne? Lasst uns mal reinschauen. Abfahrt. Metal-Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachen. Gespräche, wie das neue Jahr werden soll, also das ist jetzt... Auch ein wunderbarer Schnitt. Herzlich willkommen beim Dulli. Gespräche, wie das neue Jahr werden soll. Er hat einen Satz geschnitten und hat vergessen, den Anfang wieder reinzuschneiden. Und was hat er hier? Was ist das? Sieht aus, als wenn was in seinen Augenbrauen steckt. Junge, das triggert mich jetzt schon. Ich muss wieder die ganze Zeit da hingucken. 15.42 Uhr am 01.01.2017. Ich glaube nicht, dass ich das heute noch hochladen kann. Es sollte eigentlich heute kommen, aber ich habe mal wieder verpennt. Reinhard, wie spät hatten wir es? 15 Uhr irgendwas? Neue Jahr werden soll. Also es ist jetzt 15.42 Uhr am 01.01. Also knapp 3:15. Rainer, und du hast verschlafen bis fast 4 Uhr? Bruder, wenn ich verschlafe, dann ist es irgendwie, weiß ich nicht, dann ist es 6:30 oder so, morgens, ja? Bruder, ich habe noch nie bis fast 4 Uhr nachmittags verschlafen. Ja, ich kann leider kein Video machen, ich habe verschlafen bis 4. Ja, passiert schon mal. Wer kennt's nicht? 01.01.2017. Ich glaube nicht, dass ich das heute noch hochladen kann. Es sollte eigentlich heute kommen, aber ich habe mir wieder verpennt. Wie auch immer. Also, Vorsätze fürs neue Jahr mache ich mir keine. Das habe ich auch in meinem Livestream kurz erklärt, weil Vorsätze sind etwas, die macht man sich und hält man nicht ein. Rainer, ja gut, Vorsätze fürs neue Jahr ist immer so ein Ding. Ne? Man nimmt sich meist ein wenig zu viel vor. Das muss man jetzt ändern und dann hält man es zur Hälfte nicht ein. Ja, das stimmt. Ich bin aber jemand, wenn ich mir Vorsätze mache, dann möchte ich die auch einhalten können. Ja, sagt der Ankündigungslord. Sagt der Mann, der als er 180 Kilo oder 190 Kilo gewogen hat, sagte, ich nehme jetzt ab, aktiv, mache jetzt hier Sport, bis ich auf 110 Kilo bin.
Kleiner Funfact, er hat kurze Zeit später 230 gewogen. Er nimmt sich, das, was er sich vornimmt, zieht er auch durch, ja. Deswegen heißt es ja auch Qualitätsoffensive. Das kennen wir von jedem Jahr. Jedes Jahr aufs Neue. Ich werde dieses Jahr das machen. Ich werde Videos machen. Ich weiß, es wird schwer. Es werden jede Woche 5 bis 6 Videos kommen. 5 Minimum. Wisst ihr, wie lange es durchgezogen hat? 0 Wochen. Es ist einfach nichts passiert. Und wir kennen das von jedem Jahr. Und da dachte ich mir, ey, wir schauen mal, was er 2017 gesagt hat. Und da man sich bei Vorsätzen grundsätzlich nie grundsätzlich sicher sein kann, die man... Man kann sich grundsätzlich nie grundsätzlich sicher sein, weil man sich macht oder die man einhalten kann, wenn man sich da meistens irgendwas Krasses aussucht, wie ich nehme 100 Kilo ab dieses Jahr. Rainer, das, ganz im Ernst, das sagen nur ganz, ganz wenige Leute. So wie du. Wie er hier. Der da. Ich mach mal kurz hier ein Ding, Moment. So, ich hatte es doch ein wenig zu sehr beschnitten. Also, man nimmt mal eben, ups. Eine Sekunde. Man muss sich da meistens... So. Man nimmt sich da meistens vor, man nimmt mal eben 100 Kilo ab. Wer hat sich das schon mal vorgenommen von euch, 100 Kilo abzunehmen? Die meisten Leute, die 100 Kilo abnehmen, Rainer, sind dann weg. Ja, die meisten wiegen keine 100 Kilo. Man nimmt sich vor, mal 100 Kilo abzunehmen. Das kann nur von ihm hier kommen, ehrlich. Irgendwas Krasses aussucht, wie ich nehme 100 Kilo ab dieses Jahr noch oder ich mache einen Bassjump mit. Ich habe vor, dieses Jahr 100.000 Abonnenten zu schaffen. Ich halte das für eine, ja, eigentlich machbare Sache. Ich hatte am 01.01.2016, also vor exakt einem Jahr, hatte ich 15.000, ganz exakt, also Abonnenten. Und dieses Jahr habe ich am 01.01.36.526 Abos. Ich mache eine... Und das ist ihm sehr wichtig. Wisst ihr, wie viele Abos er heute hat? Abozahl von 2520 Abos im Monat. Bin ich... Unglaublich, wie er so viele Abos im Monat machen kann. Unglaublich. Gespannt, 50.000 will ich auf jeden Fall erreichen, aber ich denke, dass ich die spätestens bis zu meinem Geburtstag im August hinbekommen haben sollte. Und ich hoffe einfach mal, dass ich die 100.000 Abos hinbekomme. Wie gesagt, für Rainer ist so, wer Abos hat, hat recht. Ne? Also Rainer hat in letzter Zeit hat er richtig viel Unrecht. Aber ob das natürlich funktioniert oder nicht, ist immer die Sache. Es kommt ja immer drauf an, manchmal macht man wirklich 10.000 Abos durch, keine Ahnung, 5 Videos. Ist mir noch nicht passiert. Und manchmal macht man bloß 2 Abos durch 10 Videos. Also klingt schon eher nach mir. Also ihr könnt gerne abonnieren. Ich würde mich freuen. Das ist immer ganz unterschiedlich. Ich meine, man hat natürlich eine durchschnittliche Abozahl im Monat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 2520 Abos mache im Monat, dann ist es die durchschnittliche Abozahl. Das heißt nicht, dass ich jetzt diesen Monat 250 gemacht habe und 2500, Entschuldigung. Das heißt nicht, dass ich diesen Monat 2500... Moment, das ist Rainer und Zahlen. Kann ich abkreuzen. ...gemacht habe und nächsten Monat auch 2500 mache und vor 2 Monaten 2500 gemacht habe, sondern das heißt nur, dass ich in den letzten Monaten grundsätzlich im Durchschnitt so viel hatte. Rainer, willst du uns jetzt erklären, du, der Zahlenjongleur, willst uns hier erklären, was das Wort Durchschnitt bedeutet? Junge, gleich hast du mich hier liegen. Da sind natürlich die Abos dabei, es sind Abos dabei, also... Na, es werden Abos abgezogen. Nein, wenn du Abos dazu bekommst, sind Abos dabei. Das ist ja verrückt. Gut, dass er uns das erklärt. Und es werden Abos hinzugefügt. Das ist eben ein Durchschnitt. Es ist eine Analyse. Jedenfalls möchte ich persönlich jetzt 100.000 Abos schaffen dieses Jahr. Ich hätte schon gerne 500.000. Das habe ich mir letztes Jahr schon vorgenommen. Wobei meine erste Aussage damals war, dass ich glaube ich 50.000 schaffen wollte. Habe ich offensichtlich nicht erreicht, aber... Und dann willst du dieses Jahr 100.000 schaffen, das macht ja natürlich mehr Sinn. 50.000 soll ich dieses Jahr, denke ich, auf jeden Fall hinkriegen, mit 36.000. Und die Aufmerksamkeit um mich herum ist nie größer gewesen. Ach Rainer, wenn du wüsstest, was noch kommt. Wenn du wüsstest, was noch kommt.
Ich habe mir sogar was aufgeschrieben, was ich eigentlich als Abo machen, als eigenes Video machen wollte, aber ich mache das jetzt auch hier. Und zwar gilt es mal für alle, die mich arrogant halten. Er meint also uns, okay? Arrogant halten. Ich muss auf gewisser Weise sagen, dass ich in meinen Videos arrogant wirke, finde. Weil du arrogant bist, meiner Meinung nach. Finde ich meiner Meinung nach nicht mehr so schlimm, wie ich es mal gefunden habe. Weil letztlich, und tut mir leid, meine Lieben, aber wenn ich mir da was drauf ein... Ich bin nicht dein Lieber, Reini. Wirklich nicht. ...bilde, dass ich nach 5 Jahren meine Videos immer noch weitermache, dass ich nach 3 Jahren mit den ganzen Hatern, die nur Scheiße machen, die meine Werke klauen, die Geld mit meinem Zeug verdienen und mich dabei auch noch um mein eigenes Geld, das ich damit verdiene, bringen... Oder Rainer, was willst du denn mit Geld? Da kannst du doch sowieso nichts mit anfangen. Jetzt versuchen, mich darum zu bringen. Es tut mir leid, dass ich arrogant wirke, lieber Iblali und lieber Gronk. Das heißt Iblabli. Es tut mir leid an alle anderen, die das glauben. Es tut mir leid, dass ich arrogant wirke. Aber ich glaube, dass ich irgendwo das Recht dazu habe, in meinen Videos so zu wirken. Nein, Rainer, niemand kann sich Arroganz verdienen. Man kann sich Respekt verdienen, das geht, natürlich, das hast du nicht geschafft. Aber niemand verdient sich Arroganz. Arroganz ist einfach eine schlechte Charaktereigenschaft. Eine der Sachen, also schlechte Charaktereigenschaften, eine der wenigen Sachen, von denen du gut bestückt bist, sagen wir es mal. Im Real Life bin ich nicht so. Oh doch. Das heißt Herr Winkler. Und sehe es auch nicht ein. Aber in meinen Videos habe ich, glaube ich, mittlerweile nach 3 Jahren des absoluten Hates und nach 2 Jahren, dass reell Leute bei mir auftauchen, das sind jetzt nämlich mittlerweile 2 Jahre auch, ich glaube, ich habe irgendwo mir das Recht verdient, arrogant zu sein. Nein, Rainer, hast du nicht. Dieses Recht kann man sich nicht verdienen. Wenn sich das Leute verdient hätten, dann wären das Leute, was weiß ich, Rocket Beans oder so, ja, die aus dem Nichts eine eigene Firma irgendwie in 24 Stunden aufgebaut haben, die nach so vielen Jahren immer noch da sind und geiles Zeug machen. Aber die siehst du auch nie arrogant, nie, weder in den Videos, wie gesagt, ich hab mal erzählt, ich habe den Simon Kretschmer mal getroffen, also durch Zufall ihm vorbeigelaufen, wir haben ein Selfie gemacht und so weiter, er hat das angeboten, ja, Rainer, auch diese Leute, die da viel erfolgreicher und viel, viel besser sind als du, sind nicht arrogant. Die sind auch mal wütend oder, nehmen wir Grumpy Ede, der ist einer der lustigsten, ne? wenn Ede halt sauer wird. Rainer, aber der ist nie arrogant. Wie ich schon sagte, kaum einer oder eigentlich keiner würde nach so einer Haterwelle noch weitermachen. Rainer, keiner würde sich so eine Haterwelle aufladen. Es versuchen Leute, wie zum Beispiel hier der Lukas Drachenlord 2.0. Ja, oder ich weiß, Skybro, ich weiß nicht, ob der es wirklich versucht oder ob der einfach nur ein Dulli ist, kein Plan. Weiß ich einfach nicht. Aber zum Beispiel der Lukas versucht das aktiv. Das scheint nicht so gut zu werden. Ich werde mal auf 1-2 Videos von ihm reacten, damit ihr den mal kennenlernt, falls ihr den noch nicht kennt. Der hat damals, hat er schon mal versucht, der zweite Drachenlord zu werden, weil er gesehen hat, ah, guck, der Reini, der muss nicht arbeiten. Das Einzige, was er machen muss, ist, muss mit Hatern aushalten. Das kann ich auch. So, er ist aber nie so richtig eingeschlagen. Der ist nie das Durchstarten geschafft. Jetzt war Reini nicht mehr da. Für 2-3 Wochen. Und er versucht das nochmal. Er nennt sich sogar selbst Drachenlord 2.0. Ja, also. Aber er versucht es halt auf Krampf. Er versucht es mit Absicht. Und das ist einfach nicht so schön wie das, was Reini sich da über Jahre aufgebaut hat, unabsichtlich. Und ganz ehrlich, das, was mir schon passiert ist... Das hast du verdient. ...wird nur von ein paar wenigen Fällen, soweit ich weiß, in den USA, wo wirklich teilweise YouTuber von ihren Zuschauern erschossen wurden. Ach, Reini. Das wäre so, als wenn ein Fußballer sagt, ja, ich muss aber hier mehr Respekt kriegen von euch, weil es wurden schon Fußballer in Brasilien ermordet. So, das ist... Das sind ein paar Verrückte, Rainer. Die kannst du doch nicht als Standard nehmen. ...wurden übertroffen.
Ich wurde mit Schlagstöcken angegriffen. Wurdest du nicht. Das erzählst du. Aber das wurdest du nicht. Dein Zahn wurde rausgemeldet, als du selber mit dem Stock rausgekommen bist. Und hast dir selber ins Gesicht gedonnert. Mit Eiern beschmissen. Es wurden Videos davon gemacht. Ich wurde... Das mit den Eiern stimmt. Damals fand ich das sehr verwerflich. Wenn ich es heute sehe, muss ich herzhaft drüber lachen. Also, der war einfach seiner Zeit schon ein bisschen voraus. Der war einfach schon weiter als ich. Mehrfach mit Böllern beschmissen, wirklich krasse Böller, die nicht... Diese Lüge wird sich auch noch weiter und weiter durchziehen, ne? Wir erinnern uns an das Kunstblut im Ohr. Junge, war das peinlich. Dass der da nicht von den Medien zerrissen wurde, das verstehe ich immer noch nicht. Vortäuschen einer Straftat ist eine Straftat. Das ist kein Kavaliersdelikt. Eben ja auf den Boden geschmissen wurden. Ja, ich lese es euch vor. Ganz zu schweigen von dem ganzen psychischen Druck, der auf mich ausgeübt wird und das Mobbing in die Richtung. Weniger Schreibfehler als heute. Naja. Wir wissen alle, das ist kein Mobbing. Stimmt einfach nicht. Fertig. Wo es mir das Bein hätte wegreißen können, wenn ich nicht recht... Wir hätten gleich das Bein weggerissen. Huiuiui, Rainer, du hast aber tolle Böller. ...rechtzeitig weggesprungen wäre. Stellt euch mal Rainer beim Springen vor. Es werden auf mein Haus Raketen abgeschossen, was scheiße gefährlich ist. Ja, Rainer wohnt in Kiew übrigens, falls ihr es noch nicht wisst. Es werden auf mein Dach Böller geschmissen, es wird bei mir eingebrochen, es wurde bereits dreimal mein Internetkabel durchgeschnitten. Ich erinnere mich an das letzte Mal, das passiert ist, Reini. Da hast du gesagt, haha, ihr seid so blöd, ihr habt das falsche Kabel genommen, hahaha, versucht's noch mal. Ja, kein Mobbing-Opfer würde sich so benehmen. Das ist einfach nicht so. Der würde ruhig sein. Es wurde bereits mehrfach Scheiben bei mir eingeschlagen. Gut, dass du nicht sagst, von wem, ne? Denn es wurden auch mehrfach Scheiben von dir bei dir eingeschlagen. Es wurde mein Hoftor zerstört. Rainer, das alte Gerippe, das da stand, kannst du doch nicht mehr als Tor bezeichnen. Bitte. Es wurden mir über 500 DVDs, die ich kurzzeitig... Über 500 DVDs. Letztes Mal waren es noch 400. ...weil ich in der Garage zwischengelagert hatte, die abgeschlossen war. Moment, hatte 500 gesagt, oder? Es wurden mir über 500... Über 500, okay. ...DVDs, die ich kurzzeitig in der Garage zwischengelagert hatte... Wer lagert denn kurzzeitig 500 DVDs bei sich in der Garage zwischen? Die abgeschlossen war. Oder 400 waren es, glaube ich, weil ich habe eine... Ah, 400 doch nur, guck an. Ich glaube überhaupt nicht dran, dass er 400 DVDs hatte. Nein. Alle draußen gehabt. Auf jeden Fall, fast meine ganze DVD-Sammlung wurde mir gestohlen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, wurde die gestohlen. Erzähl ich einfach mal. Kann auch sein, dass ich sie verloren habe. Wenn die wirklich weg ist, wenn ich sie zufällig woanders hingelagert habe. Aber ich glaube das nicht, weil die war immer da gestanden und die wurden geklaut. Ach Rainer, wenn sie nicht zufällig woanders stehen, sind sie geklaut. Weil die da immer standen, glaubst du das nicht? Du hast gerade erzählt, im Satz vorher, dass du sie kurzfristig dazwischen gelagert hast. Und im Satz danach sagt er, die haben immer da gestanden. So, und jetzt fragen mich Leute immer noch, warum glaubst du ihm denn nicht, wenn er was erzählt? So, die haben 500 DVDs geklaut, die habe ich da kurz zwischengelagert. Es sei denn, ich habe sie woanders hingelagert, glaube ich aber nicht, weil die haben immer da gestanden. Wir hören uns jetzt, ich sag nichts dazwischen, hört euch den Satz mal komplett an. Die abgeschlossen war. Es wurden mir über 500 DVDs, die ich kurzzeitig in der Garage zwischengelagert hatte, die abgeschlossen war. Oder 400 waren es, glaube ich, weil ich habe nicht alle draußen gehabt. Auf jeden Fall, meine ganze DVD-Sammlung wurde mir gestohlen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wenn die wirklich weg ist, wenn ich sie nicht zufällig woanders hingelagert habe. Aber ich glaube das nicht, weil die war immer da gestanden und die wurde... Ja, habt ihr selber gemerkt, oder? Also, die hat er kurz dazwischen gelagert, aber die haben immer da gestanden
und sie wurden vielleicht geklaut, wenn er sie nicht woanders hingestellt hat. Da muss ich mir an den Kopf fassen. Die habe ich dazwischen gelagert, immer da gestanden. Und es kann sein, dass ich sie woanders hingestellt habe, aber die haben immer da gestanden. Also deswegen wurden sie geklaut. Junge, diesen Satz, und den hat der zusammengeschnitten, ne? Man hat da Schnitte gesehen. Das muss der sich im ganzen Satz nochmal angehört haben und hat dabei keinen Fehler entdeckt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und die Leute fragen mich, warum glaubst du ihm denn nicht? Ja, hört euch den Satz mal an. Wurden geklaut. Ganz ehrlich, ich kapiere das nicht. Warum habe ich nicht das Recht verdient? Rainer, ich kapiere es auch nicht. Du hast dir nicht das Recht verdient, so einen Blödsinn zu reden. Leute frech zu belügen. Gewisserweise arrogant in meinen Videos zu wirken. Ich bin arrogant in meinen Videos. Ist richtig. Was habe ich mir verdient? Nein, Rainer, das Problem ist nicht, dass du arrogant bist in deinen Videos. Ja, das hat ja damals hier, ich glaube, hart, aber halbtrocken hieß er. Der hat das ja auch ein bisschen so auf Show gemacht. Einfach, um auch ein bisschen witziger zu wirken, damit es trockener rüberkommt. Bei ihm weiß man aber, das ist wirklich nur so eine kleine Kunstfigur, die er da ab und zu mal rauslässt. Ne? Der Typ ist total witzig und wenn er so einen Livestream macht, ist er auch sehr nett. Aber er hat halt so eine kleine Kunstfigur. Bei Rainer ist das Problem, dass er keine Kunstfigur ist, wenn er so ist. Dann lässt er wirklich mal seinen wahren Charakter durchscheinen, meiner Meinung nach. Man kennt den Begriff Maske. Das heißt, jemand verstellt sich einfach im Internet, setzt eine Maske auf. Er ist nicht so, wie er wirklich ist. Das ist Rainer, wenn er sagt, ja, ich mache das für die Hoffnung, für die Menschen dieser Welt, dann ist er eine Maske. Nach 3 Jahren, wo die Hater so eine Scheiße abziehen und nach 2 Jahren, wo reell Menschen zu Schaden dadurch kommen, unter anderem hauptsächlich ich. Unter anderem hauptsächlich ich. Ja, natürlich. Als wenn er hier, guckt euch meine Gesichter an, als wenn er selber gemerkt hätte, Junge, was habe ich jetzt wieder für einen Blödsinn erzählt? Er merkt, was habe ich jetzt wieder gesagt? Bruder, das kannst du nicht ausdenken. Habe ich mir irgendwo das Recht verdient, arrogant zu sein? Nein, hast du nicht. Niemand hat sich dieses Recht verdient. Also, fickt euch. Ihr könnt... Junge, was für ein... Bruder. Ey, und so erwartet er Abonnenten. Wenn er so mit den Abonnenten umgeht. Ja, richtig nicer Kerl. Richtig netter Mensch einfach. Da steckt ganz viel Liebe drin. Ihr könnt es nicht im Ansatz nachvollziehen, wie das ist, so ein Leben zu führen. Ihr könnt nicht im Ansatz nachvollziehen, wie die Sache so ist, wie man sich da fühlt. Und Rainer, du kannst nicht im Ansatz nachvollziehen, wie es ist, mein Leben zu führen. Weil ich arbeiten gehe jeden Tag. Das kannst du nicht im Ansatz nachvollziehen, Rainer. Warum soll ich dein Leben nachvollziehen wollen? Wenn ihr jetzt sagt, ja, dann hör halt auf. Nein, ich höre nicht auf. Und exakt das wird er auch niemals tun. Weil ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich lasse mich nicht besiegen. Und ich lasse, um unbesiegt zu sagen, ich lasse mich nicht von irgendwelchen Leuten fertig machen. Weil dadurch würden die gewinnen. Und ich lasse niemanden gewinnen. Rainer lässt niemanden gewinnen. Niemanden. Außer ihn. Junge, ist das ekelhaft. Der meint... Asozialität, die er hat und die er sich, wie er sich benimmt. Du meinst sowas wie arrogante Leute? Sei auch noch gerechtfertigt und sei auch noch okay. Sowas ist nicht okay. Also ich benehme mich nicht asozial. Okay. Und dadurch war's das. Ich lasse mich nicht von Leuten unterkriegen, die ihre eigene Scheiße nicht im Griff haben und gleichzeitig versuchen... Also ich kann meinen Hintern abwischen, Rainer. Ich hab's im Griff. Und du so? Nee, eher nicht. Weil sie so gut sind, weil es ihnen so gut geht, Menschen... Mir geht's jetzt nicht schlecht. Ne? Menschen, sich an dem Leid anderer Menschen zu erfreuen. Dann könnt ihr gleich Assi-TV schauen, ja? Das ist... Rainer, irgendwie ist es das ja auch, wenn man dich schaut. Aber es ist halt interaktiv. Man kann mitbestimmen, was passiert.
ist nämlich alles gestellt. Bei mir ist nichts gestellt. Bei mir ist alles real. Soll ich dir das Video nochmal vorspielen? Für die Hoffnung? Lel. Das ist keine Kindergartenscheiße, die irgendwo gestellt wurde. Ein paar Sachen sind ein bisschen geändert worden, ein paar Sachen habe ich ein bisschen übertrieben oder auch ein bisschen glatter gebügelt, aber der Großteil... Gelogen, Reini. Sag gelogen. Denn das hast du meiner Meinung nach sehr oft. Der Großteil von dem Zeug bei mir ist alles real, im Gegensatz zu Assi-TV, RTL und so ein Scheiß. Also ganz ehrlich, hört auf mit dieser Scheiße, ja? Das ist nämlich kein Spiel. Und wie gesagt, wenn ich ein bisschen arrogant wirke, habe ich mir das, glaube ich, irgendwo nach 3 Jahren auch verdient. Nein. Wo nur Hater meine ganze Scheiße machen und mich nur ärgern. Die ärgern mich. Hallo, Herr Müller? Der da hinten, der ärgert. Mittlerweile ist das Ganze besser geworden und ich möchte... Dann warten wir ab. ...das neue Jahr jetzt eigentlich auch nicht mit Hatern beginnen. Nein, das erzählt ihr uns, wir haben uns jetzt schon das neue Jahr 2015, 2016 haben wir uns auch schon angeschaut, hier auf dem Kanal zu finden. Das ist jetzt 2017. Und jedes Jahr das Gleiche. Nicht über die Wolde-Hates reden. Ich wollte das nur mal noch ansprechen. Er wollte das nur kurz ansprechen. Das Video geht 9 Minuten 10 Sekunden. Wir sind jetzt bei 7 Minuten 10 Sekunden. Er hat nichts anderes erzählt. Das ist mal kurz ansprechen. Ziele fürs neue Jahr sind, wie gesagt, die 100.000 Abos. Ich möchte eigentlich auch jetzt mit Drachenlord weitermachen. Also Drachenlord soll wieder kommen. Auch jedes Jahr das Gleiche. Die erste Folge habe ich ja schon hochgeladen. Drache ist back. Die, wow, 51.000 Aufrufe hat, sehe ich gerade. Wahnsinn. Wahnsinn, Rainer. Das erzielt Ofi nach einer Stunde. Aber ob Drache ist back so weiterhin heißen wird, weiß ich noch nicht. Das habe ich euch ja schon gesagt. Morgen wird kein Dragon Monday kommen, beziehungsweise... Ui, ist immer ganz was Neues. Beziehungsweise vielleicht heute, das kommt darauf an, wann dieses Video jetzt kommt. Es wird diesen Montag kein Dragon Monday geben. Das werde ich erst in einer Woche wieder aufnehmen und dann soll er wieder regelmäßig kommen. Da habe ich reingehört, als ich meine Soundprobe gemacht habe, ob er und ich ungefähr gleich laut sind. Und ich habe natürlich auf Drachenchronik nachgeschaut. Nächste Woche kam ein Dragon Monday, danach die Woche schon wieder nicht mehr. Da kam dann, ich glaube, Schnitzel kochen oder so. Vorausgesetzt, es haut hin. Ich mir das vorstelle. Gut. Rainer, du hast eine Woche Zeit, um ein Video zu machen, das zu dieser Zeit, es war zu dieser Zeit, wir kennen die letzten Dragon Mondays, die kamen, die gingen immer so 40 Minuten. Damals waren diese Dragon Mondays zwischen 5 und 15 Minuten lang. Und er hatte eine Woche Zeit für dieses Video. Und hat es nicht geschafft. Heute Abend gibt es noch einen Livestream, das heißt am Montagabend, am Sonntagabend, Entschuldigung, Sonntagabend soll es wieder einen Livestream geben. Also das heißt am 1.1. Rainer, wir wissen, welches Datum ist. Hast du jetzt das dritte Mal gesagt? Wir sind nicht Winklerest. Das ist dann der erste Livestream im neuen Jahr. Vielleicht will er es auch Skybrew erklären, kann auch sein. Ich möchte mit meinen Livestreams weitermachen, ich möchte die Livestreams ein bisschen ausbauen, also wer will, kann da folgen, ich glaube. Ja, und wisst ihr, warum er das ausbauen wollte und machen wollte? Weil es in Livestreams nämlich Barrene gibt. Im Livestreams gibt's Barrene. Bei Videos gibt's halt wenig. Ich hab's unten verlinkt. Wenn nicht, ist es spätestens auf meinem YouTube-Account verlinkt. Beziehungsweise auf meinem Gaming-Kanal verlinkt. Und viele meinten auch, ich soll mehr Gaming machen. Viele meinten das. Und zwar Drachengames LP, Drachenlord, Rainer.w und Drachenbade und Joker1510. Die meinten, er soll mal wieder mehr Let's Plays machen. Keiner hat sich seine Let's Plays angeschaut. Ich bin sowieso kein großer Let's Play-Schauer. Wenn ich Let's Play schaue, zurzeit doch eher wieder mehr. Bei Jack Fromsoft, Grüße gehen raus. Link in der Videobeschreibung. Lasst da mal ein Abo da bei dem guten Kerl. Grüßt den schön von mir. Der ist großartig. Der spielt die ganzen Souls-Games. Wird definitiv mit Life of Stranger weitergehen. Ob ich da heute noch was auf... Mit was jetzt weitergehen? Und viele meinten auch, ich soll mehr Gaming machen. Es wird definitiv mit Life of Stranger weitergehen. Life of Stranger? Meint ihr Life is Strange? Life of Stranger, okay. Ob ich da heute noch was aufnehme oder ob ich das erst am Montag wieder anfange, das weiß ich noch nicht, das muss ich mir noch überlegen. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall bald... Er weiß noch nicht, ob er es heute oder morgen anfängt. Junge, du musst doch wissen, wann du arbeiten gehst. Lel.
möglichst weitergehen. Gut, andere Live-LPs, es werden Live-LPs noch kommen. Das muss ja, auch die hat niemand geschaut, Rainer. Muss ich dazu sagen, es werden noch Live-LPs kommen. Vor allem jetzt sind Live-LPs für mich weit geiler. Weil jetzt kann man nämlich Barren spenden. Wegen meinem Mikro, weil ich habe ja jetzt einen USB-Hub. Das heißt, ich kann jetzt auch mit meinem Mikro richtige Live-LPs aufnehmen. Vielleicht mache ich es sogar so, dass ich Life of Stranger müsste. Life is Strange, nicht Life of Stranger. Müsste ich ausprobieren, ob Life of Stranger funktioniert. Und der will mich doch ärgern, oder? Der will mich doch einfach ärgern. Funktioniert im Livestream? Herr Müller, der da ärgert. Dann werde ich es so machen, dass ich Life of Stranger nicht. Man spricht ja das mit Absicht super oft aus, um mich zu provozieren. Das ist absichtliche Provokation, oder wie sehe ich das hier? Nebenher noch aufnehme. Ja, während des Livestreams zocken und dabei noch aufnehmen, damit er es dann später als Let's Play hochladen kann. Ne? Zwei Kotlets mit einem Biss, sehr schön. Das muss ich mir aber noch überlegen, wie ich das probiere. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, haut rein. Sind wir schon am Ende? Jo. Und ich wünsche euch noch ein weiteres gutes neues Jahr 2017. Bis dahin, euer Drache. Tschö, tschö. Ja, Leute, haben wir's. Wir haben es geschafft. Aber wir sind bei 30 Minuten. Und ihr wisst, ihr kennt den Arni. Das macht er nicht. Nein, 30 Minuten? Ivo. Wir sind doch hier Profi-YouTuber. Wir sind doch hier richtige Experten. Wir nehmen uns das nächste Video. Das kam ein paar Tage später. Das Video heißt Laber mal wieder, Drache. Mal schauen. Ich hoffe, es ist gleich laut. Ich hab's nicht. Da hätte ich checken müssen. Ich bin ja wieder ein Dulli. Ich hoffe, es ist gleich laut. Metal, Leute. Servus und herzlich willkommen bei einem kleinen Zwischenvlog heute. Weil. Junge, ja, hab ich jetzt. Schaut mal. Wisst ihr, was passiert, wenn ihr Zahldullis seid da und ihr macht ein Bäuerchen? Ich wollte gerade darauf eingehen, dass er sagt, ein Zwischenvlog. Und ich gehe davon aus, dass er keinen Vlog macht. Denn ein Vlog ist ein Vlog, ein Videotagebuch. Er hat noch nie einen Vlog gemacht. Er hat immer, auch sehr schönes. Ich habe mal zurückgespult, weil ich höre will, ob er wirklich ein Bäuerchen macht da. Er weiß einfach nicht, was ein Vlog ist. Richtiger Profi-YouTuber. Metal, Leute. Servus und herzlich willkommen bei einem kleinen Zwischenvlog heute. Weil. Junge, das Video ist 7 Sekunden lang. 7 Sekunden. Mir ist es eigentlich egal. Ja, wenn ich bei ZDK im Livestream bin und der Röps und so weiter, da muss ich eher lachen. Übrigens war es gestern ein sehr schöner Livestream. Ja, ich habe richtig herzhaft gelacht. Aber ZDK regt sich nicht darüber auf, wenn man mit ihm redet und Röps dabei. Ja, dem ist das egal. Deswegen kann er es auch machen. Reini allerdings hat das große Gesetz. Wisst ihr noch, wie er über die Eltern der Leute geredet hat? Wenn da jemand ein Bäuerchen losgelassen hat. Ja, die Eltern sollen doch bitte über den Jordan gehen und so weiter. Und was macht er hier? Junge, 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 Junge. Ich gerade einen Tweet gepostet habe auf Twitter. Der, es macht er doch mit Absicht noch, um zu provozieren, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. Lass jetzt. Ja, Rainer, ist super witzig, ne? Super lustig. Du bist 28, es ist super witzig. Drin. Pff, mir wurscht. Also ich habe einen Tweet auf Twitter gepostet, dass ich mir das neue. Wie viel Twitter er damals noch hatte? The Legend of Zelda, Breath of the Wild schon mal vorbestellt habe. Das kommt am 3. Da gab's auch großartige Sachen. Da gab's richtig großartige Sachen. Dass Leute bei dem Saturn angerufen haben, haben sich als ihn ausgegeben und haben das Spiel, also die Vorbestellung wieder abbestellt und so weiter. Da gab's großartige Dinger zu der Zeit. Für alle, die es nicht wissen.
Vor habe ich eigentlich, sobald es rauskommt, ein mehr oder weniger, sag mal, Release-Video zu machen. Ein Stream eigentlich, wenn im besten Falle natürlich ein Release-Stream. Ja, und warum im Stream? Weil es da Barrene gibt. Und muss ich einfach mal gucken. Also ob das am 3.3. funktioniert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall soll so bald wie möglich, möglichst auch am 1., möglichst auch am 3.3. direkt noch ein Video dazu rauskommen. Am 3.3. direkt. Also ein Gaming-Video. ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Er hat Zelda dann übrigens erstmal privat durchgespielt und hat dann, seine Arbeit war dann, so 30 Sekunden, 40 Sekunden Videos hochzuladen, um zu sagen, das ist so geil. Ich bin da drin, das ist so geil. Also irgendwann kommt ein Let's Play, aber das ist so geil. Und das war's. Das war so eine Woche lang, war das dann sein Content. Wie sich das entwickelt tatsächlich, weil Breath of the Wild sieht einfach ultra geil aus. Es gab jetzt nochmal einen neuen Trailer auf Nintendo, bei Nintendo, und das ist einfach ultra geil. Ich meine, es ist auch wirklich ein gutes Spiel. Ja, ich finde diesen Comic-Art, in der das Spiel ist, finde ich auch stark. Ist halt, was heißt beabsichtigt, die Switch muss halt mit der Grafik zurechtkommen, ne? Die ist halt, das ist halt keine PS5. Aber trotzdem finde ich das auch, also ich fand das Spiel großartig, war super gemacht. Ja. Also, wer noch kein Zelda-Art gezockt hat, Breath of the Wild ist ein richtig gutes Spiel. Ernsthaft, was für eine geile Scheiße, Alter. Das ist einfach nur, weiß nicht, ich bin einfach aus allen Wolken gefallen. Ich war hier so gesessen. Und das soll mein Schwanz sein. Dann hättest du den Finger aber noch abschneiden müssen vorher. Ich war mit dem Ständer hier gesessen. Also wirklich, wirklich krass. Dass man alles, sogar Videospiele, so sehr in dieses Thema rückt, ist, ne? Naja. Wir kennen ihn. Und, Klus. Und, 28. Ja? Und ich fand es einfach ultra geil. Also es ist einfach mega und ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt, das Spiel. Also das sieht mega geil aus. Auf der einen Seite sieht es aus, als hätte es überhaupt keine Storyline. Es sieht aus, als hätte es überhaupt keine Storyline. Gleichzeitig weiß man aber... Rainer, bis jetzt hat fast jedes Zelda eine Storyline. Zelda-Art. Aber dass es mehrere Storylines geben soll in verschiedenen Hinsichten. Wenn das, was Nintendo damals gesagt hat, richtig ist, dann hat Nintendo um die Guardians, das sind diese fetten, ich blende nochmal so ein Bild ein, diese fetten... Seht ihr dieses eingeblendete Bild? Nein? Ich auch nicht. Da fing das schon an. Ich lasse es nochmal, hört mal zu. Um die Guardians, das sind diese fetten, ich blende nochmal so ein Bild ein, diese fetten Roboterviecher mit den... Ich blende euch auch mal ein Bild ein von dem fetten... Nein, das sagt er jetzt nicht, der Arnie. Nein. Das war natürlich nur ein Joke. Ja, damals hat Reini schon damit angefangen. Ich blende euch mal ein Bild ein und hat's noch nicht gemacht. Das ist, wenn du so ein Bild da reinschneiden willst, eine Sache von, weiß ich nicht, eine Minute. Gut, dann muss das Video aber rendern. Und er hätte schneiden müssen. Schlecht. Mit den fetten Stelzen. Ja. Mit den fetten Stelzen, da ist da Wasser drin. Die sollen angeblich eine eigene Story haben. Die Shikar haben anscheinend auch eine eigene Story wegen den ganzen Tempeln, in denen die Shikars sind. Es gibt auch sehr viele Shikar-Symbole. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob bei den Shikar-Symbolen eine Träne drauf ist. Und ich glaube, ich weiß auch, wo in der Timeline das eingesetzt wird. Da werde ich schauen, ob ich heute oder morgen noch ein Video mache, wo ich ein kleines Timeline-Video zu Nintendo Zelda mache. Also Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade mal geschaut, er hat kein Timeline-Video gemacht. Ja, zumindest nicht in diesem und dem Monat danach. Kein Timeline-Video. Muss mal schauen, ob ich das heute oder morgen mache. So, da werde ich schauen, ob ich heute oder morgen noch ein Video mache, wo ich ein kleines Timeline-Video zu Nintendo Zelda mache, also zu dem Zelda-Video jetzt in dem Fall. Ist nicht passiert. Wo in die Timeline es gehört. Ich persönlich glaube nämlich mittlerweile herausgefunden zu haben, anhand des letzten Trailers, in welche Timeline es gehört. Das nächste Video, das dann kam, oder das übernächste, war Headbangen zu Digimon. Ja, das ist sein Content damals noch gewesen. Danach kam irgendwie Headbangen zu Limp Bizkit und so weiter. Es kamen viele Headbanger-Videos. Aber Headbangen zu Digimon, Bruder. Nee. So, wenn das dein Main-Content ist, dann, schwierig. Gehört. Und das erkläre ich dann auch, warum.
Im Großen und Ganzen bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt und ich habe mir so gedacht, ja, gibt hier was und da was und bla und überhaupt und sowieso. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Was? Ich hab darauf gewartet, dass der Satz einen Sinn ergibt. Lass uns den nochmal kurz hören. Ich spule mal 10 Sekunden zurück. Und das erkläre ich dann auch, warum. Im Großen und Ganzen bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt und ich habe mir so gedacht, ja, gibt hier was und da was und bla und überhaupt und sowieso. Im Großen und Ganzen bin ich jetzt erstmal gespannt. Ich habe mir gedacht, es gibt hier was und bli und bla und sowieso. Ich weiß überhaupt nicht, wovon er redet. Was für ein Quatsch. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, was denn? Und ja. Merkt, er hat einfach den Faden verloren. Er ist einfach raus. Er ist einfach komplett raus. Er weiß nicht mehr, über was er reden will. Und erzählt einfach dann Wortphrasen, damit er den Satz nicht beenden muss. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und ja, ich habe es auf jeden Fall mir jetzt bestellt. Ich muss aber dazu sagen, dass das jetzt noch die normale Nintendo Wii U-Version ist. Ich habe mir aber auch, oder ich werde mir auch die Limited Edition Switch-Version holen. Kann ich bei Sammlern verstehen? Ja, Leute wie Raketenjansel und so weiter, dass die Spiele upgraden. Das kann ich absolut nachvollziehen. Bei ihm nicht. Weil. Weil. Nochmal. Holen. Weil. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, weil. Was soll ich dazu sagen? Guter Satz, Reini. Limited Edition Switch-Version ist einfach eine Special-Version nochmal, die nochmal ein bisschen krasser ist. Was ist denn daran krasser? Und noch dazu ist die Switch-Version dann. Also ich habe ja von. Also die Switch-Version ist krasser und eine Switch-Version. Wisst ihr Bescheid? Vom GameCube. Ich habe ja auf dem GameCube, auf der Wii und auf der Wii U habe ich ja zum Beispiel das Zelda HD, also Zelda Twilight Princess, was ich jetzt in HD auf der GameCube, auf der Switch habe, was ich jetzt in HD auf der Nintendo Wii U habe. Ich habe auf der Wii eine die gespiegelte Version von dem ursprünglichen und das ursprüngliche ist das auf dem GameCube. Kommt noch einer mit von euch? Also ich habe jetzt GameCube, Wii und Switch verstanden. Und HD. Aus dem Rest bin ich raus. Ich habe wirklich nichts verstanden. Die kamen aber beide zeitgleich raus und ich habe alle drei von denen, weil Die kamen beide zeitgleich raus und er hat deswegen alle drei. ich mir damals gedacht habe, die gehören einfach meiner Meinung nach in die Sammlung. Und deswegen. Rainer, du hast keine Sammlung. Ein Raketenjansel, der hat eine Sammlung. Ja, wenn du dir seinen Gaming Room anschaust, der hat Regale und Aberregale, der hat tausende Spiele. Das ist eine Sammlung. Das, was du hast gar nichts. Na, das ist hier. Kennt ihr noch hier, war das Schwiegertochter gesucht? Ich glaube, es war Schwiegertochter gesucht. Wo dieser eine Kerl gesagt hat, ich sammle Puzzles. Und sagt sie, du sammelst Puzzles? Ja. Wie viele hast du denn schon? Zwei. Ich denke mir, okay, Bruder. Das ist doch hier genau das Gleiche. Habe ich die einfach dreimal mittlerweile. Und es hat sich einfach so gelohnt. Es ist ja sowieso Zelda, Twilight Princess ist ja meine Lieblings-Zelda. Ja. Gut. Ich schaue, dass ich auch heute Morgen oder so noch das Kochvideo fertig mache. Ja, das kam dann. Es war Sahneschnitzel, ne? Zwiebel-Sahneschnitzel. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein, euer Drache. Bis dahin und tschö, tschö. Okay, ich habe aus dem Video jetzt nicht wirklich viel heraushören können, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt nicht wirklich viel verstanden. Aber als ich gerade nachgeschaut habe, ob er auch wirklich dieses Zelda Timeline-Video gemacht hat, habe ich gesehen, es gibt noch Frühstücken mit Drache. Und da denkt der Arnie sich, okay, wir waren gerade erst bei einer halben Stunde. Nach dem Video höchstens eine Dreiviertelstunde. Ja, die 50 Minuten machen wir aber noch voll.
Ne? Ich lasse euch ja nicht einfach so hier, ihr wisst ja. Ihr wisst ja, ich liebe euch. Ja, und ich weiß auch, dass ihr längere Videos wollt. Nicht immer nur so 20-Minuten-Dinger. Und weil ich euch liebe, gehen wir ins nächste Video. Let's go! Metal-Leute und Servus und guten Morgen und Hallo und hast du nicht gesehen? Und halt einfach... Ja, ich mache mir gerade meinen Kaffee. Ich habe gerade ein Bild auf Instagram hochgeladen. Wie viel Instagram er damals noch hatte? Ich war gerade duschen. Wie viele sanitäre Einrichtungen er damals noch hatte? Jetzt auch noch nasse Haare. Warte mal, er hat ein Bild auf... Ich will das nochmal kurz hören. Ich habe ein Bild auf Instagram hochgeladen vom Duschen oder was meint er jetzt? Hast du nicht gesehen? Ja, ich mache mir gerade meinen Kaffee. Ich habe gerade ein Bild auf Instagram hochgeladen. Ich war gerade duschen. Und davon hast du ein Bild auf Instagram hochgeladen? Oder wie? Oder was möchtest du uns erzählen? Rainer, ich gehe jeden Morgen duschen. Ja, das erzähle ich doch, das muss ich doch nicht... Für Rainer ist Duschen so rar, dass er es erzählen muss, wenn er duschen war. So kommt mir das vor. Ich habe jetzt auch noch nasse Haare. Und er muss es beweisen können. Und ich habe jetzt schon wieder mal eine E-Mail bekommen und dachte mir so, ich reagiere jetzt mal kurz auf diese E-Mail. In dem Video. Okay. Das hat er schon des Öfteren gemacht und wir wissen, meist wurde es unangenehm. Ja. Und dann machen wir so einen kurzen Frühstücksvlog hier. Deswegen mache ich mir hier auch meinen Kaffee nebenher. Also zunächst mal... Habt ihr gesehen, wie er fast 10 Minuten lang Zucker in den Kaffee geschaufelt hat? Junge, 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 dann trink doch eine Cola oder so. Wenn dir Kaffee nicht schmeckt, warum trinkst du ihn dann? Ich bin auch kein großer Kaffeetrinker. Wenn, dann trinke ich ihn schwarz. Aber ich bin jetzt niemand, der da irgendwie 5, 6 Löffel Zucker und noch einen halben Liter Milch reinkippt, damit er mir schmeckt. Ich habe eine E-Mail bekommen von einer Person und von dieser Person wurde mehr oder weniger behauptet, dass ich mir meine Let's Play Sachen von Stardew Valley oder meine Livestream Sachen von Stardew Valley bei irgendjemand anderen abgeguckt habe. Rainer, nicht nur Stardew Valley, so gut wie jedes Let's Play. Rainer, man hat das mal mit Gronkhs Let's Play verglichen. Du bist in diesem einen Survival Game. Ist er den gleichen Weg gelaufen? Hat das Camp an der gleichen Stelle aufgeschlagen und da sogar den gleichen Witz gemacht? Er schaut sich einen Let's Play an und spielt das nach und wundert sich, warum das nicht so erfolgreich ist. Zunächst mal, und das ist, genau, und darauf muss ich noch eingehen, und dass es mir am 3.3. sehr, sehr schwer fallen wird, wenn ich anfange, das live zu streamen oder aufzunehmen, weil es keine Hier steht, hier kommt übrigens auch Celat her, ne? Falls ihr nicht wisst, warum man Celat sagt. Also ich rede natürlich vom neuen Celat-Streamen. Er meint Zelda. Aus diesem Satz kommt Celat. Aus diesem Video. Er redet über Stardew Valley und sagt dann, es wird mir schwerfallen, das am 3.3. zu streamen. Redet aber nicht von Stardew Valley, sondern von Celat. Scheint ihm selber beim Schneiden aufgefallen zu sein, dass er die Spiele geswitcht hat, ohne das andere Spiel zu erwähnen. Und wie gesagt, hier kommt Celat her aus diesem Video. Komplett Lösungen gibt. Boah, ganz ehrlich. Ich muss nochmal ganz kurz zurück. Es wird mir schwerfallen, warum? Weil es keine Komplettlösungen gibt, oder was? Weil am 3.3. sehr, sehr schwerfallen wird, wenn ich anfange, das live zu streamen oder aufzunehmen, weil es keine Komplettlösungen gibt. Rainer, du schaust dir, du erzählst immer, dass du jedes Spiel blind streamst oder spielst. Und jetzt sagst du, es wird dir schwerfallen, weil es keine Komplettlösungen gibt? Bitte? Also ich erinnere mal an ein Ding. Ja, ich spiele das hier blind. Ich habe dazu schon mal ein Let's Play gesehen, aber der hat das auch blind gespielt. Und ich habe nicht so richtig aufgepasst. Also war es für ihn blind. Bruder, der bringt sich um jedes Spielerlebnis. Boah. Das wäre, als wenn ein neues Dark Souls rauskommt und ich gucke mir das erst bei Jack Fromsoft an und spiele es danach selber. Ja, dann bringe ich mich doch um Spielerlebnis. Ich bringe um diesen Wow-Effekt.
Nee. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum ihr immer behaupten wollt, dass ich so schlechter Spieler bin. Rainer, weil du ständig unter Beweis stellst, dass du ein sehr schlechter Spieler bist. Ich erinnere mal an deine Sekiro-Let's Plays. Jack Fromsoft, ich weiß, ich erwähne ihn sehr oft, ich mag den einfach sehr gerne. Das ist ein super sympathischer Kerl. Mit dem österreichischen Akzent, den mag ich sowieso gern. Der spielt halt sehr, sehr gut. Der Beste, den ich bis jetzt in Souls Games gesehen habe. Dazu ist er noch sehr unterhaltsam. Das ist jemand, der sehr gut spielt. Und du bist jemand, der sehr schlecht spielt. Und sogar Jack Fromsoft hat sich das Sekiro-Let's Play vom Rainer angeschaut, obwohl der gar nicht so wirklich in dieser Bubble drin ist. In dieser Drachen-Bubble ist er gar nicht so richtig drin. Aber weil er halt voll in der From-Software-Bubble drin ist, der lebt das wirklich, hat er auch sein Sekiro-Let's Play gesehen. Und hat dabei hart gelacht. Ja, ich bin kein hervorragender Gamer. Ganz und gar nicht. Habe ich auch nie behauptet, ja. Und ehrlich gesagt finde ich die Let's Plays von jemandem, der es nicht perfekt drauf hat, weit lustiger, weil er sich... Das stimmt. Das stimmt. Von jemandem, der es nicht perfekt drauf hat, ist lustiger. Ja. Wenn man aber was sehen will, wie man irgendwas richtig macht, dann schaut man sich Sachen an von den Leuten, die es drauf haben. Aber natürlich werden die auch irgendwann mal reinscheißen oder so, ne? Das ist so bei Jack auch zum Beispiel. Und das ist dann noch lustiger, wie er sich aufregt. Dann dauernd verrennt oder weil da irgendein Blödsinn passiert, als bei jemandem, der das Spiel innen auswendig kennt. Und bei einem Blindspiel, bei einem Spiel, das ich von vorne bis hinten noch nicht gespielt habe. Rainer, dann ist es, wenn du es, blind heißt nicht, dass du es noch nicht von vorne bis hinten gespielt hast. Blind heißt, dass du es noch gar nicht gespielt hast und dir dazu keine Sachen dazu angeschaut hast. Dann ist es blind. Du weißt genauso wenig, was blind heißt, wie du weißt, dass, was ein Vlog ist. So kommt mir das vor. Bei Life is Strange zum Beispiel hatten wir den... Oh, hat er Life is Strange gesagt? Nicht Life of Stranger? Rainer! Andere würden jetzt sagen, Props müssten hier rausgehen, aber nein, er hat einen Videospieltitel richtig ausgesprochen, den er gespielt hat. Und Leute, das war... Da kam, aus Life is Strange kamen Sachen wie Klingelständer, Chloe und so weiter. Das kam da alles her. Für diese Let's Plays, da ist halt 90% Leselort. Aber da braucht man halt wirklich ein bisschen Sitzfleisch für, um sich das anzuschauen. Auf jeden Fall jetzt. Genau, Life is Strange ist der perfekte Das hat Ende um seine Finger. Auf den Fall jetzt. Was hat er denn da? Das Ringe? Nee, der hat sich einfach so eine Kordel drum gebunden um alle drei Finger, ne? Junge, 28. Er ist auch ein wunderschöner Mensch. Das kann man auch nicht anders sagen. Wenn ich das hier so sehe, ich bin ein bisschen neidisch. Ich wäre auch gerne so schön. Aber es kann nun mal nicht jeder so schön sein wie er. Genau. Life is Strange ist das perfekte Beispiel. Bei Life is Strange ist es der Fall, dass heute, übrigens kommt da morgen auch noch eine Folge, gestern. Rainer, das Einzige, was bei dir bei Life is Strange lustig war, waren deine Leseskills. Dann heute Nacht kam eine Folge davon. Das wollte ich eigentlich früh freischalten, das habe ich vorhin gemerkt, dass ich falsch geschalten habe. Ach, Rainer. Wie auch immer, jedenfalls kam da gestern eine Folge und heute eine Folge, beziehungsweise morgen. Und da ist es auch so, dass ich bei Life is Strange keinen Plan habe. Es ist ein völliges Blind-LP. Was passiert dabei? Ganz einfach. Ich habe da das Problem, dass ich die... Auch da, in diesem Let's Play, hat er Sachen von Gronkh kopiert. Diese blöde Flasche an der Feuerstelle nicht finde und nicht weiß, wo die ist. Ich renne total in der falschen Gegend rum. Und genau das ist doch der Witz dran. Rainer, dann weißt du ja jetzt, wo sie ist, wenn du weißt, dass du total in der falschen Gegend rumrennst. Das heißt, du hast dich informiert. Das heißt wiederum, es ist nicht blind. Beim Blind-LP. Und das neue Zelda ist klar blind und... Davon mal abgesehen, möchte ich nur mal kurz hier sagen, und jetzt heißt es wahrscheinlich wieder, da sucht er sich die komplette Lösung und setzt sie raus. Ja, Rainer, du hast im letzten Video zugegeben, dass du dir eine Komplettlösung nimmst. Ja, du hast gesagt, es wird ziemlich schwer zu Let's Playen, wenn noch keine Komplettlösung draußen ist. Du hast es im letzten Video mehr oder weniger zugegeben.
Man kann sich zu jedem Spiel, zu jeder Zeit im Internet irgendwelche Tipps und Tricks rausziehen. Das muss nicht auf Deutsch sein, das kann man heutzutage, kann man das alles auf Deutsch übersetzen und alles. Da gibt es mittlerweile Programme und alles dafür. Also mal so viel zu dem Blödsinn. Oder man liest es einfach auf Englisch, Rainer. Nur weil ein Spiel neu rauskommt, heißt es nicht, dass es keine Komplettlösungen dafür gibt. Du hast gesagt, es gibt keine Komplettlösungen. Ja, das hat er doch gerade eben in dem Video gesagt, oder nicht? Es wird mir schwerfallen, das Leid zu tun, wenn es so keine Komplettlösung gibt. Das hat er doch gesagt und nicht wir. Abgesehen davon erinnere ich mich irgendwo gesehen zu haben, dass es bereits Komplettlösungen für das Spiel geben soll, die dann dazu rauskommen sollen. Rainer, da du weißt, dass du in der völlig falschen Gegend rumrennst, wirst du diese Komplettlösung wahrscheinlich schon gegeben haben. Für wie dumm hältst du uns? Aber Das war dreifach räuspern? Letzten Endes ist mir das Letzten Endes! Woo! Grüße gehen raus an Hicks, an Quaffi, an Franz Bauer, an Süßmulle, an alle. Persönlich ziemlich scheißegal, denn ich möchte letzten Endes dieses Spiel in aller Ruhe spielen und ich möchte mir jeden Grashalm in diesem Spiel anschauen. Ich werde mir das nicht kaputt machen lassen, dadurch, dass ich irgendjemand sagt oder zeigt, wie es funktioniert. Ja, Reini, das haben wir schon mal gemerkt bei Sekiro. Als du dieses Spielprinzip des Parierens, des Brechens der gegnerischen Blockade, dass du dieses Spielprinzip einfach nicht verstanden hast. Und hast du gesagt, nee, das ist blöd. Nee, das ist blöd. Ja, aber Rainer, ich kann dir sagen, wie man es vernünftig spielt, dann kannst du es... Nee, will ich nicht. Nee, das ist blöd. Nein. Aber jetzt bei Life is Strange, da weiß er auf einmal, dass er in einem ganz falschen Gebiet ist. Woher? Ich habe zum Beispiel, und das ist so ein Witz dran, ich habe zum Beispiel Leute bei Life is Strange geblockt und rausgeschmissen und ich lese die Kommentare unter Life is Strange bewusst nicht. Rainer, du liest keine Kommentare unter irgendeinem Video. Ne, davon gehe ich ganz stark aus. Damit ich nicht die Komplettlösung dieses Spiels habe, damit ich nicht von euch geholfen Hilfe bekomme, weil ich möchte nämlich schlicht und ergreifend dieses Spiel blind spielen und das ist... Rainer, dann spiel's privat, wenn du nicht weiterkommst. Er spielt das Spiel live und rennt dann eine Stunde 30 einfach in der Gegend rum und weiß nicht, was er machen soll. Dann sagt jemand, Rainer, geh da hinten links, puff gebannt. Ne, die Leute sollen sich jetzt anschauen und ihm mit Barren bewerfen, während er eine Stunde 30 planlos durch die Gegend irrt und nicht weiß, wohin. Später, wenn der Livestream vorbei ist, sucht er sich sowieso die Komplettlösung raus. Natürlich, deswegen weiß er jetzt, dass er falsch ist. Aber wenn ihm jemand sagt, hey, du kannst da vorne links abbiegen, dann kommst du weiter. Dann bannt er Personen weg. Warum? Weil er sich dabei mächtig fühlt. Ist der Witz darum, warum ich es überhaupt mache? Der Witz ist... Also nicht, das ist der einzige Grund, aber das ist einer der Gründe, warum ich das überhaupt mache. Also kurzum, lass diesen Blödsinn. Nochmal ein dreifach Räusper. Rainer, lass du doch diesen Blödsinn. Es bringt doch nichts. So, jetzt ist die Sache noch, ich habe eigentlich mir geschworen gestern, dass die Sache für mich endgültig erledigt ist, deswegen werde ich das nur ganz kurz ansprechen. Rainer, wenn es gestern endgültig erledigt war, dann brauchst du es heute nicht mehr anzusprechen, auch nicht kurz. Ich weiß nicht, welche Sache gestern endgültig für ihn erledigt war, aber er wird sie heute nochmal ansprechen. Ich habe bei Iblali einen Kommentar hinterlassen und das eine... Das heißt Iblabli. Video, ich habe es mir jetzt gestern Abend angeschaut, beziehungsweise, ja, na gut, könnte man abends sagen, es war gegen 16, 17 Uhr abends gestern, habe ich mir das angeschaut und habe dann ein paar Kommentare dazu abgelassen und muss dazu nur noch eine einzige Sache sagen. Victor, du hast absolut keine Ahnung und du hast dich null informiert. Junge, erstmal, warum nennt er ihn beim Vornamen? Ja, nennen doch Iblabli. So, und warum, wie kommst du als die Person, von der im Duden ein Foto ist, neben dem Wort Ahnungslosigkeit, wie kommst du dazu, ihm zu sagen, dass er ahnungslos ist? Und du hast dir nur Infos von Heldern rausgesucht. So. Ja, aber die bringen ja die Wahrheit. Die Wolderhits bringen ja die Wahrheit. Er kann sich ja von dir belügen lassen, wenn du möchtest. Aber er möchte bestimmt auch die Wahrheit wissen.
Mehr sage ich dazu nicht. Ja, weil das war nämlich total schlecht informiert und da war. Rainer, du hast gerade gesagt, mehr sagst du dazu nicht. Waren nur Sachen, die permanent von den Hatern gelabert werden, die aber überhaupt nicht stimmen. Gut, das war es eigentlich soweit dazu. Ich werde jetzt meinen Cappuccino trinken, werde das Video hier schneiden und dann hochladen. Oh, genau, in der Reihenfolge. Ankündigen. Schneiden, ach komm. Doch, ich muss noch eine Sache zu Alblade sagen, leider. Es war gestern endgültig abgeschlossen und jetzt geht die Hälfte des Videos um Iblabli. Leiter. Witzig. Super witzig. Hast du selbst doch noch gemacht, oder beziehungsweise ich arbeite jetzt doch noch dran. Ein Grund dafür, warum ich es nicht gemacht habe, ist, dass ich bei solchen Sachen wie Musik extrem penibel bin und ich. Nein, Rainer, bist du nicht. Du hörst Nightcore-Schwachsinn. Rainer, extrem penibel. Der einzige Grund, warum du kein Roast Yourself machst, weil du dich selber viel zu ernst nimmst. Das eigentlich perfekt machen wollte mit Video und allem drum und dran. Aber wenn es jetzt einfach sowas sein soll, wo ich einfach da sitze, ein bisschen Lichter flackern lasse und einfach ein bisschen stumpfsinnigen Schwachsinn vor mich hinlabere. Dann ist es dein Vlog oder irgendein normaler anderer Livestream. Oder hinrappe, dann ist es halt von mir aus, ja, dann ist es halt das so. Ja, mein Gott. Und so mache ich es jetzt halt, dass ich das dann halt mache. Die Musik ist dann komplett von mir. Die Musik habe ich sogar schon tatsächlich, weil ich. Ist komplett von ihm. Versteht ihr? Die Musik ist komplett von ihm. Ich arbeite mit meinem Musikprogramm hier öfter mal und mache hier irgendwelche Loops und so weiter. Und ich habe jetzt hier noch ein bisschen Musik an sich. Und ja, mein Gott, dann mache ich das Roast Yourself halt noch, wenn es ihm so wichtig ist. Rainer, lass ihn doch einfach in Ruhe. Ich habe es halt nicht gemacht, weil ich mit demjenigen, dem ich das zusammen machen wollte. Grüße gehen raus an derjenige. Nee, der einzige. Lil. Hat es nicht funktioniert. Und ich weiß, dass es jetzt wieder als Ausreden gelten. Ich habe das mit jemandem machen wollen, der hat nicht funktioniert. Und dann hat mir das irgendwie auch nicht gefallen. Und dann alleine. Rainer, warum funktioniert es denn nie, wenn du was mit jemandem zusammen machst? Nie. Egal, ob es Bibel-Ben, der gute Ben, der dunkle Barable, Ritter. Egal, mit wem du was zusammen machst, warum funktioniert das denn nie? Herr Newstime, Lachflat, Kolibri oder wie der heißt hier. Ich weiß nicht mehr, ich hab's vergessen. Egal, mit wem du was zusammen machst, Rainer, nie hat was funktioniert. Komisch. Ich hab dann auch keinen Bock gehabt. Das hat dann nicht so ansatzweise hingehauen, wie ich das wollte. Also, gut, danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Drache. Tschö, tschö. Ja, Reini, tschö, tschö. So, da haben wir es doch noch geschafft. Haben wir die Stunde rum, die Pflichtstunde. Lulz. Alles klar, Leute, dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ich bekomme ein Like, ne, und ein Abonnement. Ich würde mich freuen, wenn ihr Abonnau schmaßt. Das kostet euch nichts. Natürlich nicht. Gut, Leute. Dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Falls Reini nicht live geht, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Habt ein ganz wundervolles Wochenende. Bis zum Sonntagsmet, hoffe ich. Leute, ganz viel Liebe an euch. Werdet oder bleibt gesund und passt gut auf euch auf. Nochmal ganz viel Liebe, weil ich euch so sehr liebe. Und jetzt hier Ding, Mischi, Medal, off.